Da popel ich doch glatt nochmal, bevor es anfängt. Wunderschön. So. Willkommen zurück zu Zelda. In dieser Folge werden wir erleben, wie Link durch das große weite Land streift und eventuell Geheimnisse entdeckt, Sachen aufklärt und mysteriösen Verschwörungen auf die Spur kommt. Ob er dies alles wirklich schafft oder ob ihm eventuell Clarabella, die bösartige Fee, von der wir noch nie etwas gehört haben, sich ihm in den Weg stellt, das erfahren wir alles heute in dieser Folge Zelda, A Link to the Past Her. Mit diesem wahnsinnig schlechten Intro, Hallöchen und willkommen zu Zelda, endlich mal wieder. Yay! Und wir starten einfach auf der Spitze der Pyramide und wir gewöhnen uns wieder an die Steuerung, die wir dann doch vergessen haben mit der Zeit. So, hier brauchen wir eine große, große, schöne, schöne Bombe. Hören wir ja? Ne, hören wir nicht. Ne, wir hören Scheißdreck. Alles klar, ich wollte jetzt präsentieren, dass wir da irgendwie hören, dass wir da irgendwas brauchen, aber Pustekuchen, denkst du dir, Max? Ach ja, wir sind ja super schwach. Verdammt. Ja, toll. Ja, da auch noch ein bisschen reinlaufen in Papa Zyklop, der ein bisschen Schaden macht. Naja, wir wuseln erstmal nach rechts, denn zumindest meine findigen Leute, die mit mir hier das Spiel spielen oder die mir dabei helfen wollen, 100% zu erreichen, haben mir, man kann es so sagen, geholfen, dass ich zumindest jetzt nicht ganz planlos durch die Gegend schreite, sondern nur halb planlos. Was eventuell auch nicht gut ist und eventuell, so wie ich spiele, sogar ganz falsch. Nein, sie haben mir kleine Tipps und Hinweise gegeben, wo ich noch überall hinzugehen habe, um die von mir geforderten 100% in diesem Spiel zu erreichen. Mal schauen, ob ich das dann noch alles schaffe und überhaupt mal schauen, ob ich es auch wirklich schaffe, dass mein Gehirn sich an alles erinnert. An wirklich alles erinnert, weil ich glaube vielmehr, dass mein Hirn sagt, weißt du was, Max? Nee, ich hau ab. Das ist mir zu doof hier, ich bin die ganze Zeit alleine. Eine Gehirnzelle, hält's im Kopf nicht aus. Deswegen, ich verstehe mein Gehirn da schon leicht, dass es einfach Reis aus... Hallo, Onkel! Dass es einfach Reis ausnimmt. Na, schauen wir mal, ob ich mich an ein, zwei Sachen erinnern kann, die mir mal vor Jahren gesagt wurden, wo ich eventuell lang zu gehen habe. Genau, einfach hier jetzt nach unten gegen die Wand. Das war alles beabsichtigt, ganz klar. Noch weiter. Oh, die... Okay. Wir haben ihn eingeholt, den Pfeil. Schön. Wohin will ich überhaupt, fragen sich jetzt einige Leute. Ich will die falsche Taste drücken. Genau das wollte ich. Ich will dahin, da wo ich früher gewohnt habe. Quasi, ach, da hätte ich auch ganz anders. Warum gehe ich denn den längsten Weg? Eventuell, weil ich ein bisschen blöd bin. Ja, nicht nur eventuell, sondern eventuell sogar hundertprozentig, weil ich sehr doof bin. Ich will auf jeden Fall dahin, da wo unser Abenteuer vor Jahrzehntmillionen, die Milliarden Millionen Jahren gestartet hat. Und ja... Da hätte ich auch mal den kurzen Weg gehen können, aber ich verbrate ja nur meine und eure Zeit, macht mir halt am meisten Spaß so. Jo, wir wuseln einfach rum, ohne dass wir wirklich was erreichen. Naja, kann man ja auch mal machen, ne? So, was fehlt uns überhaupt noch? Denn wenn ich immer so groß rumposaune von wegen 100% kein Ding für Max Blöd Royal, yay. Was fehlt uns? Uns fehlen 3 Herzteile, offensichtlich Silberpfeile, ein weiteres Schwert, Superbomben und der geheime Raum. Und ja, das müssen wir noch finden. Außerdem fehlt uns noch aus ich glaube aus 2 Dungeons, fehlt uns noch die Karte oder der Kompass. Also einmal ist es eine Karte auf jeden Fall, hier wollte ich hin. Und in dem anderen ist es eventuell der Kompass oder auch eine Karte. Müssen wir gucken, weiß ich nicht genau. Oh, was haben wir denn hier? Du kleiner Elefantenklopsi-Popsi. Kauf Bomben, 30 Stück, nur 100 Rubine. Superbombe, nur 100 Rubine. So, kauf wieder eine Superbombe. Vielen Dank, leg diese Bombe, wo immer du willst. Arg drücken. Und nicht bei mir. Oh, okay. Ich darf jetzt gar nichts. Ich weiß jetzt nicht, welche Taste A ist. Heilige, verfickte, blöde Scheiße. Okay, das ist jetzt gar nicht. Bombe! Okay, dann kann ich ja testen. Das ist definitiv nicht A, oder? Nein! Nein! Scheißspiel. Was das denn? Na ja, gut. Dann nochmal. Kauf mir nochmal hier so eine. Kopf, ja, kann ich ja so oft. Vielen Dank, leg diese Hobbel, 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 Hobbel. Das war nicht gut. Okay. Also, wir dürfen nirgendwo runterspringen. Eventuell darf ich auch von nichts getroffen werden. Weiß ich nicht. 100 Rubine im Arsch. Wir werden dann jetzt mal hier hochgehen, werden unseren Lieblingshammer auswählen. Nämlich den Hammer. Ja, der Lieblingshammer ist der Hammer. Das habe ich wunderschön beschrieben. Meine Güte, bin ich ein Doofkopf. So, ich möchte jetzt hier
nicht getroffen werden, weil ich denke mir halt wirklich, dass wenn wir getroffen werden, dass dann die kleine süße Bombe, die übrigens wahnsinnig süß ist, weil sie mir folgt und rosa ist. Ja, ich mag rosa. Haltet die Schnauze. Dass ich die deswegen wahnsinnig, wahnsinnig süß finde. Nee, die Bombe soll auch nicht getroffen werden. Wir hauen hier einfach ab. Genau, Bombe. Komm, wir gehen hier weiter. Und stellen uns vor den Riss aller Risse. Vor dem Masterriss. Das klingt merkwürdig. Und ja, okay. Du, du, du. Bombe, explodiere. 3, 2. Das ist der langsamste Timer, doch nicht. Was haben wir wohl hinter Tor Nummer A? Der Zunk. Okay. Brunnen der Wunder. Oh, in der Schattenwelt gibt's auch einen. Wirf etwas hinein und Wunder werden geschehen. Wirst du es tun? Ich werfe etwas. Wähle einen Gegenstand mit dem Steuerkreuz aus und wirf ihn mit dem Y-Knopf. Den möchte ich gern hineinwerfen. Mein Pfeil. Und der ist jetzt weg, oder wie? Nein. Oh. Oh wow. Oh wow. Oh wow. Mensch, okay. Christoph Krachten kommt aus den tiefen Urgewässern des Nils wieder und überreicht uns unseren Pfeil und Bogen. Mensch, Christoph. Wie ist die Lage? Hast du das geworfen? Jawohl, ja. Du gefällst mir, mein Junge. Vor allem deine Ehrlichkeit. Das muss belohnt werden. Ja, nee, ist klar, du fetter Mops. Nimm diese Silberpfeile, du wirst sie brauchen, um Ganon zu bezwingen. Ach so, die Fee weiß natürlich alles, was klar ist. Alles schön. Wie ich aussehe? Ich weiß. Früher war ich wirklich Christoph Krachten, aber heute bin ich nur noch Christoph. Ganon hat versucht, mich zu verunstalten, oder er hat mich verunstaltet, um meinen Willen zu brechen. Deshalb vernichte ihn. Bom, 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 bom. Aha. Warum steht da bitte Aha? Ist genauso wie mit dem Enterhaken. Boing. Aha, die Silberpfeile. Mit denen gibst du Ganon den Rest. Oh ja, das werden wir. Kann ich bitte nochmal die geile dicke Fee sehen? Komm, du Murmelfrau. Komm her. Brunnen der Wunder. Jawohl, ich werfe was. Nö, euch nicht nochmal. Bumerang ist, glaube ich. Ja, mal gucken, was mit den Bomben passiert. Vielleicht kriegen wir jetzt ja permanent geile, dicke Bomben. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hast du? Ja, hab ich. Ich gebe dir den Gegenstand zurück. Wirf ihn aber kein zweites Mal. Okay, mache ich nicht. Uiuiuiui, die ist ein bisschen böse, wa? Die ist ein bisschen böse jetzt geworden, der dicke Knubbelchen. Oh, kleiner, süßer Fleck. So. Brunnen der Wunde. Ja. Wir wollen... Was können wir denn noch werfen? Zauberpulver. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Spannend. Echt spannend, was ich hier so zu erzählen habe. Nein, nein, nö, nein, nö, nö, nein, ja. Na mal schauen. Na mal schauen. Namaste. Hast du das geworfen? Jawohl, ja. Wenigstens bist du ehrlich. Oh, wenigstens bist du ehrlich. Ich mag dich. Dafür schenke ich dir was Besseres. Heilige Mutter Gottes. Alter Falter. Du hast ein besseres Schwert bekommen. Spürst du die Macht dieser Klinge? Ja, ich spüre sie. In der Tat. Wow, wie das klingt. Flop, flop. Flockel, flockel. Flinkel, flonkel. Geil. Okay. Ich werfe mal noch meine Rüstung rein. Eventuell, wer weiß, kriegen wir noch eine geilere Rüstung. Ja, ich werfe was. Und, nee. Achso, vielleicht füllt sie uns was auf. Naja, wir gucken erstmal. Mal gucken. Warum haben wir haben unsere Rüstung noch an. Kleiner Fehler im Spiel, wie ich finde. Link müsste jetzt nackig dastehen. Die Frau müsste sehr geil auf ihn sein. Ja, ich gebe dir den gegen... blöde Frau. Blöde, blöde Frau. Unser gelber Super-Mega-Dildo. Wushabu. Und jetzt werfen wir... Was wollte ich jetzt hineinwerfen? Genau, eine Flasche. Um zu gucken, eventuell kriegen wir eine volle zurück. Fupp. Na, mal gucken. Oh, das dauert, bis sie kommt. Naja, gut, die ist ein bisschen dicker, ne? Die dann immer, Moment, oh mein Gott, wieder aufsteht. Ja, habe ich geworfen. Oh! Wenigstens bist du ehrlich, das mag ich, dafür schenke ich dir was Besseres. Was Besseres als eine Flasche? Kaum vorstellbar. Der Flasche mit Zauberelixier. Ein solchen... Hä? Ist ein echter Gewinn? Ist es das? Habe ich irgendwas verpasst? Ja, ist ein echter Gewinn, Wahnsinn. Wahnsinn, Christoph Krachten. Komm, ich werfe auch noch die andere. Weil vielleicht füllt sie es jetzt, oder er, der Christoph,
Vielleicht füllt Christoph das jetzt mit was anderem. Achso, sind alle... Achso, ja gut, wir haben nur Volles. Ich glaube, hier bin ich fertig. Ja. Können wir noch aus Spaß irgendwas reinwerfen, was sie ja nicht mag? Da, hier. Laternchen. Schild, na klar, bin ich bescheuert. Ich kann mein Schild reinwerfen. Kann auch ein Schild reinwerfen, klar. Ja, 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 hier habe ich. Der gelbe, der kleine, bla, bla, bla. Kleinen Augenblick, bitte. Ja, ja, wir haben unsere Laterne, Mann, ist das spannend. So, komm, jetzt, komm, komm. Vielleicht kriegen wir noch einen geileren Schild. Was ich ehrlich gesagt aber nicht glaube. Wo ist denn unser super, mega, hyper geil Schild? Da ist es. Tschüss, Schild. Ich schmeiß einfach alle rein. Den ganzen Link reinwerfen. Oh, dafür gebe ich dir was Besseres. Hm, ja, habe ich. Schade. Na, ich glaube, wir sind hier fertig. Ja. Rubine kann ich ja nicht reinwerfen, um geilere Rubine zurückzubekommen. Nö, geht natürlich nicht. Boah, das Schwert. Na, mal gucken, wie stark es jetzt ist. Wir dürfen gespannt sein. Ein wenig aufgeregt bin ich schon. Ja. Wow. 2 Schläge für den verfickten Zyklopenpapa? Meine Güte. Okay. I love that sword. Wow. Gut. Wie wollen wir nun die nächsten Geheimnisse behandeln? Das große Problem ist, mir fehlen 3 Herzteile. Wie ich wirklich an diese Herzteile rankomme, jetzt gerade, wissen wir, glaube ich, alle nicht. Außer die Leute, die sehr aufmerksam zugesehen haben. Das heißt, da brauchen wir noch ein wenig Geduld. Und eventuell muss ich da ganz viel noch im Internet nachschauen. Ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. So viele Bomben. Was wir allerdings machen können oder schon mal probieren können, ist nämlich das größte Geheimnis in Zelda zu finden. Das Mega-Geheimnis, welches sich quasi hier befindet, wo ich gerade hinzeige, nur in einer gänzlich anderen Welt. Da wollen wir hin. Doch dafür muss ich erst was vorbereiten, wie es mir scheint. Und zwar muss ich dafür, glaube ich... Ich möchte nicht zu viel eventuell mir selber da überlegen, aber ich glaube... Ich muss dafür mein Schild verlieren. Ich glaube ja. Also alle Flaschen habe ich. Ich habe ansonsten ja eigentlich alles. Also eigentlich ist alles ansonsten wirklich so, wie es auch sein sollte. Eventuell muss ich dafür mein Schild verlieren, weil das Rätsels Lösung, so zumindest wie sie mir geschrieben wurde von Horst und jemand anderem, dessen Namen ich natürlich, weil mein Gehirn großartig und gnädig ist, total vergessen habe, da wurde geschrieben, dass ich mich meiner alten oder meines Hab und Guts entledigen soll. Ja, und... Naja, wir gucken einfach mal hin. Warum gehe ich jetzt eigentlich hier so den umständlichen Weg? Ich bin komplett bescheuert. Ich gehe wahnsinnig, wahnsinnig umständlich. Kann das sein? Ja, das kann sein, Max. Gehen wir doch einfach mal den coolen Weg. So, wie man es gehen sollte. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel geredet, mich ein bisschen in meiner eigenen Sprache verloren. Und dabei ist dann halt... Wow, ein Schlag. Erzittere vor meiner Macht, du Wurm. Oh ja. Eieiei. Oh, wie süß. Ich verschwende noch mehr Zeit. So muss das. Wir spielen ein bisschen auf unserer Flöte. Wir wollen nämlich, ja, quasi zum Haus unseres Onkels. Dahin. Hier hatten wir eben gerade, wir erinnern uns, in der Schattenwelt die Bomben gekauft. So viel zumindest weiß mein Gehirn dann immer noch. Ja. Sogar das Gras geht mit einem Schlag weg. Meine Güte, ist dieses Schwert stark. Wahnsinn. Wow, was war das? Eine Bombe im Boden? Meine Güte. Uiuiuiui, da ist er stehen geblieben. Hat mich ein bisschen ausgetrickst, der Freund. Aber wir gehen jetzt nämlich diesen Weg, denn wie sind wir damals das erste Mal zu unserem Onkel oder besser gesagt in das Schloss gelangt? Nämlich über jenen Wege hier. Da finden wir... Bibelbabubelbabum. Fallen einfach mal rein. Und hier lag er. Oder hier. Ich weiß nicht wo. Vielleicht muss ich hier eine Bombe legen? Wir gucken jetzt einfach mal. Nö. Ich lege hier einfach mal noch ein paar Bomben. Vielleicht lag irgendwo hier mein Onkel. Ich habe keine Ahnung. Nee, sieht nicht danach aus. Alles klar. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. Ich will ehrlich gesagt diese Ritter ja... Ich wollte sie auch die ganze Zeit jetzt nicht mehr töten. Deswegen daran muss ich mich ja auch ein bisschen halten. Die armen, armen Ritter. Weil wie gesagt, sie sind ja nur verflucht. Ja, da bringen wir ihn nochmal glatt um und sagen vorher, dass wir sie nicht umbringen wollen. Scheiße. Wie können wir das machen? Ja, hier war es offensichtlich nicht. Hm.
aber es muss da sein. Schade. Offensichtlich bin ich zu blöd, habe es gelöst vergessen oder habe es noch nie gelöst. Ich habe keine Ahnung. Was ich nämlich denke, ist, dass ich meine... Ich sollte mich meines Hab und Guts entledigen, was für mich einfach bedeutet, dass ich zu einem dieser Mäuler gehen muss, die meine Sachen klauen können, und mir dort mein Schild klauen lasse und eigentlich so gut wie alles klauen lasse. Und... Gucken wir doch mal. Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Das war ein Fehler. Ich hoffe, dass alles noch da ist. Nein, ist doch gut, es geht noch. Uiuiuiuiuiui. Dann ist gut. Wie können wir das dann machen? Wenn ich jetzt hier durchgehe, kommen wir in die Schattenwelt. Natürlich in die Schattenwelt. Ich muss mich ganz kurz besinnen auf das, was ich in meinen letzten Videos schon mal gesagt hatte. Allerdings, meine kleine Murmel oben, die schon ein wenig mehr einer vertrockneten Rosine gleicht, will sich nicht daran erinnern und hat jetzt nicht wirklich eine Ahnung, was ich machen muss. Naja, immerhin haben wir alle anderen Sachen bisher gefunden. Ich glaube, dann müssten wir uns einfach an der Stelle beim nächsten Mal wiedersehen. In der Zeit probiere ich irgendwie herauszufinden, wie es denn weitergeht, wie es denn weitergehen sollte. Wie gesagt, das Spiel ist für mich komplett blind. Oder zumindest, also ab einem sehr langen Teil schon komplett blind. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich machen muss. Ehrlich gesagt wirklich nicht. Meins Hab und Guts entledigen. Ich muss meine Sachen verlieren. Gut, dann überprüfe ich mal... Oh, danke schön. Überprüfe ich mal, ob das so richtig ist. Wenn nicht, dann können wir uns auf ganz andere Sachen freuen. Und oh, vorher noch ein paar schöne Grafikfehler entdecken. Was für ein schlechtes Spiel. Nein, würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder bei Zelda A Link to the Past. Und bis dahin, euer Funk Royal. Over and out.